Wenn du intensiver mit PowerPoint arbeitest, so solltest du dich mit Vorlagen und sogenannten Folienmastern auseinandersetzen. Ich wähle mal ganz ein einfaches Design, dieses schwarze hier. Ich könnte noch gewisse Grundeinstellungen schon vornehmen, lasse ich weg, klicke auf Auswählen und ohne jetzt irgendwelche Inhalte in diese PowerPoint-Datei reinzugeben, wechsle ich die Ansicht auf Master, Folienmaster. Und du siehst, jetzt habe ich zu jedem Folientyp, zu jedem Layout eben die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen. Ich könnte nachträglich jetzt die Schrift für jede Folie ändern. Ich könnte diese Platzhalter noch verschieben. Ich könnte die Größe der Platzhalter, die Anordnung nachträglich ändern. Das überlasse ich dir, was du da alles für Vorstellungen hast. Ich möchte dir anhand eines Beispiels zeigen, das ich eigentlich sehr gerne brauche. Dieses Layout ist ja gut und recht, aber es nimmt mir für den Titel einfach zu viel Platz weg. Manchmal möchte ich einfach nur ein Bild möglichst formatausfüllend zeigen und hier dieser Platzhalter ist einfach ein bisschen knapp für ein Bild. Deshalb kopiere ich diese Folie mit Kopieren und anschließend einfügen und jetzt wähle ich da diesen Titelplatzhalter aus, lösche ihn gleich und dafür wird dieser Inhaltsplatzhalter eben über die ganze Folie erstreckt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild reinziehe, wird es möglichst formatausfüllend eben platziert. Damit ich später sofort weiß, um welches Layout es sich handelt, wähle ich mit Rechtsklick Layout umbenennen und gebe hier einen neuen Namen, Vollformat oder so. Und damit ist jetzt schon ein neues Layout definiert. Du kannst also von einem bestehenden ausgehen oder ein völlig neues definieren. Ich schließe jetzt diese Masteransicht wieder und wenn ich jetzt diese Titelfolie eben austausche durch das Vollformat und ein Bild reinziehe, so siehst du, wie dieses Bild eben flächendeckend eingefügt, beziehungsweise wenn ich auf dieses Symbol klicke, so dass es eben nicht beschnitten ist. Dafür hat es oben und unten einen schwarzen Balken, den man bei der Präsentation aber nicht als störend empfindet. Ich lösche dieses Bild wieder, meine Vorlage soll leer bleiben, wähle wieder diese Titelfolie und jetzt, damit ich das nicht jedes Mal von neuem machen muss, speichere ich diese Datei, diese leere Datei mit den angepassten Layout oder eben Folienmastern eben als Vorlage, Datei, Speichern unter und als Format wähle ich hier .x, beziehungsweise wenn du lieber im alten Format abspeicherst, damit es also mit alten Versionen kompatibel ist, nur POT, ich aber POT X und gebe hier einen Namen für zum Beispiel Schwarz und wähle Sichern. Wenn du jetzt eine neue PowerPoint-Präsentation machst, neu aus Vorlage, so ist diese unter Meine Vorlagen enthalten. Mit einem Doppelklick wird diese neue leere Datei aufgrund dieser Vorlage aufgemacht und du siehst, du hast hier dieses eigene Layout-Vollformat schon drin.